Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn dieses Mal habe ich einen Do-It-Yourself für euch und zwar danke Mama, dass du mich auf diese Idee gebracht hast, denn sie hat das mir gesagt, sie so, mach das, das wird deinen Zuschauern sehr gefallen und sehr helfen vor allem. Und zwar brauchen wir dafür drei Dinge, wir machen Mac Fix Plus nach, also wir machen ein, ja, sehr teures Produkt nach, was ich sehr, sehr gerne habe und wir brauchen dafür nur drei Dinge, die super erschwinglich sind. Und zwar brauchen wir... Ja, ich bin so aufgeregt! Erstmal habe ich so einen kleinen Trichter von meiner Mama bekommen. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch so ein bisschen Backpapier, das ist ja auch wasserabweisend, aber es wäre schon ganz gut, wenn ihr so einen Trichter habt. Vielleicht habt ihr einfach einen von eurer Mom darum liegen, wenn sie was abfüllt oder so. Und ansonsten gibt es sie auch ganz günstig in der Apotheke zu kaufen. Was ich noch in der Apotheke gekauft habe, ist so ein kleiner Behälter. Und zwar, glaube ich, kam der 80 Cent oder so. Es ist jetzt nicht der schönste, es sieht so Apothekenbehälter halt. Aber mein Gott, ich meine, da passen 100 Milliliter rein und das ist auch schon sehr gut. Dann habe ich noch dazu gekauft diesen Pumpspender. Und zwar ist das dieser hier, der ist so universal, also man kann den hier unten auch dann abschneiden, gucken, wie lang der ist, damit der halt auch in die Flasche passt. Und es ist halt wichtig, weil wir das Ganze ja später auf unser Gesicht sprühen wollen, das habe ich beides in der Apotheke für ein paar Cent gekauft. Und dann habe ich noch mitgenommen, was ich erstens zu Hause hatte, war Rosenwasser. Ich habe ja immer Rosenwasser da. Ich bin der größte Fan von Rosenwasser. Also es geht nicht über Rosenwasser. Das ist meine größte Liebe überhaupt. Ihr bekommt das auch beim türkischen Laden, also in so Türkenläden, wo ihr dann halt auch Obst und Gemüse und sowas kaufen könnt. Es muss einfach 100% reines Rosenwasser sein. Das kriegt ihr dann auch schon viel günstiger als dieses hier. Das kostet 13 Euro oder so bei Amazon. Verlinke ich euch in die Infobox. Aber wenn ihr halt die Möglichkeit habt, eben in ein türkisches Restaurant, wollte ich gerade sagen, in einen türkischen Laden zu gehen und da 100% reines Rosenwasser zu kriegen, dann macht das auf jeden Fall. Das kostet euch dann 2-3 Euro. Und das brauchen wir. Dann brauchen wir Wasser. Wir brauchen Wasser aus der Flasche. Also ich würde kein Leitungswasser nehmen, weil da auch sehr viel Kalk drin ist, sondern einfach normales. Ich habe jetzt Vitell, also ich trinke das am liebsten. Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so, sondern ich trinke das einfach am liebsten. Deswegen habe ich es da und deswegen benutze ich das auch gleich. Und davon brauchen wir auch nicht viel. Und am Schluss brauchen wir Glycerin. Das hier ist jetzt 85%iges Glycerin. Ihr kriegt das auch in der Apotheke. Ihr braucht davon aber auch nur ganz wenig. Also ihr braucht ein paar Tropfen nur davon. Und ich sage euch auch gleich, für welchen Hauttypen ihr wie viele Tropfen da reinmachen könnt. Aber ihr könnt das ja dann immer und immer wieder verwenden. Der Grund, warum ich so eine kleine Flasche nehme, ist einfach der hier, dass man die einfach super gut mitnehmen kann erstens. Und zweitens, sich das immer wieder frisch machen kann, dass das nicht zu lange steht und nicht irgendwann vielleicht schlecht werden könnte. Deswegen habe ich jetzt diese kleine Menge hier. Und Glycerin ist unglaublich gut für die Haut. Also meine Tante verwendet das wirklich als Gesichtscreme und sie hat keine Falten. Ich glaube, sie ist bald 60 und sie hat gar keine Falten. Sie benutzt das aber schon ihr ganzes Leben als Gesichtscreme. Es ist so ein bisschen bappig. Es ist halt so eine bappige Konsistenz. Also es ist nicht so wie Wasser oder wie eine Creme, sondern es ist bapp wirklich. Aber wenn man es halt gewöhnt ist, dann macht es einem nichts aus. Und das ist auch der größte Anteil im Fix Plus drin. Glycerin sorgt erstens dafür, dass wenn ihr das auf euer Gesicht sprüht, dass dieses Pudrige mit der Foundation vermischt und dass das Ganze so natürlicher aussieht, so natürlich wie es eben geht, wenn man halt geschminkt ist. Und zweitens intensiviert das auch die Farben, die ihr euch aufs Gesicht gebt. Also eure Lidschatten werden viel, viel pigmentierter, also sie sehen viel stärker im Auftrag aus. Das zeige ich euch aber natürlich auch gleich mit bei, wenn wir das jetzt gleich hier so machen. Sie sehen, ich bin voll aufgeregt. Und ja. Ansonsten, wenn ich noch weitere Infos zu Glycerin habe, schreibe ich euch das in die Infobox. Ansonsten könnt ihr das ja auch mal googeln, wie gut das für die Haut ist und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem Video. Meine Flasche hat hier oben jetzt noch so einen Verschluss, den mache ich jetzt eben ab. Das ist einfach nur so ein Verschluss halt. Und ihr seht ja, dass das hier ein bisschen länger ist. Also wenn ich das halt reinmachen würde, dann wäre das zu lang in der Flasche. Und deswegen schneide ich das hier einmal kurz ab. Seht ihr, dass das gut da reinpasst? Ich hätte das noch ein Stückchen länger lassen können, aber das wird auf jeden Fall schon mal reichen. Als erstes nehmen wir hier diesen Trichter. Fragt mal eure Mama, ob sie sowas da hat. Und das stecken wir einmal hier oben drauf. Und jetzt füllen wir die Hälfte der Flasche mit Wasser auf. Und für die andere Hälfte nehme ich mein Rosenwasser und fülle das Ganze einmal komplett damit auf.
Als nächstes nehmen wir Glycerin und da würde ich für trockene Haut 6 Schüsse nehmen und für fettige Haut 3 Schüsse. Glycerin bindet und spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit, deswegen würde ich bei fettiger Haut ein bisschen weniger nehmen. Ich habe so eine Mischhaut, deswegen nehme ich 5 Tropfen. Da könnt ihr so ein bisschen experimentieren, vielleicht ein bisschen weniger und dann schauen, dass ihr ein bisschen mehr dazu gebt. Und das geben wir jetzt in unser Gefäß. So, jetzt nehme ich einmal diesen braunen Ton hier und swatche den einmal ohne dieses Do-It-Yourself Fix Plus auf meine Hand und einmal mit. Das hier einmal ohne. Und das hier neben einmal mit. Da sieht man schon einen kranken Unterschied, ne? Um zu schauen, wie das mit hellen Farben funktioniert, nehme ich einmal hier diesen hellsten Ton, das ist High. Das ist hier einmal ohne das Spray, also man sieht jetzt in der Kamera fast gar nichts. Und jetzt versuche ich das mal mit dem Spray. Da seht ihr einmal den Unterschied zwischen einmal mit dem Glycerin-Spray und einmal ohne. So, und jetzt fixiere ich mir einmal kurz mein Make-up damit und sage euch ganz ehrlich, wie meine Meinung so dazu ist. Also, wie ich das empfinde, ob das so ähnlich ist wie das Fix Plus. Dadurch, dass da Rosenwasser drin ist, Rosenwasser ist ja bekannt dafür, dass es sehr hautreinigend und porentiefreinigend und hautklärend ist, ein super Gesichtswasser, dass das da drin ist, dass es erstens mal der Haut sehr gut hilft, zweitens riecht das sehr gut, drittens ist das Glycerin da, um alles zu setten, das Make-up so ein bisschen mit der, also dieses Pudrige mit der Foundation verschmelzen zu lassen, es ein bisschen länger haltbar zu machen und es auch stärker pigmentiert zu machen. Und ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. So ihr Lieben, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und dass ihr genauso motiviert seid wie ich, das immer selbst jetzt zu machen, weil das wirklich schon ein bisschen teuer ist. Und ansonsten, ja, freue ich mich sehr über eure Kommentare. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Video sehr gerne auf Facebook teilen, weil dann sehen das eure Freundinnen und ihr könnt euch dann so eine riesen Flasche auch teilen, weil hallo, ich meine, das brauchen wir jetzt nicht alles. Ihr seht ja, ein paar Tropfen von jedem reicht. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich sehr über ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Wenn ihr wollt, überlege ich mir noch mehr solcher Sachen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.